Moin moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute waren wir im Schokoladenmuseum in Köln. Kann ich euch echt empfehlen, ist ein tolles Ausflugsziel, gerade bei schlechtem Wetter. Ich meine, wir waren nun im Hochsommer in Köln, da war das Wetter natürlich Bombe, aber wir haben gedacht, wir lassen uns die Schokolade trotzdem nicht entgehen. Wir haben Eintritt bezahlt, 16 Euro für einen Erwachsenen, alles über 18. Und unter 18 kosten Jugendliche und Kinder 10 Euro. Alle Kinder unter 6 Jahren sind eintrittsfrei. Und dann gibt es auf der Internetseite noch ganz, ganz viele Abstufungen und Sondergruppen. Es gibt auch Tickets für Senioren, Studenten, Menschen mit Einschränkungen. Hat alles andere Preise. Guckt da einfach am besten selber mal nach. Und dann könnt ihr auch da direkt die Tickets buchen. Dann braucht ihr euch nämlich im Eingangsbereich nicht an die Schlange anstellen. Bei uns ging das jetzt mit der Schlange, aber das könnt ihr euch sparen, wenn ihr euch die Tickets vorher online bucht. Dann könnt ihr auch noch Zusatzaktivitäten und Workshops und sowas buchen. Da findet ihr auch ganz viele Infos auf der Internetseite. Wir haben eine Schokoladenverköstigung für 2,50 Euro pro Nase dazu gebucht. Kann ich euch wirklich empfehlen. Ging ungefähr halbe, dreiviertel Stunde und man darf so viel Schoki probieren. Das war richtig cool. Packt euch aber was zu trinken ein. Das eine oder andere ist nicht unbedingt jedermanns Geschmack. Aber jetzt lasst uns erstmal ein bisschen durch die Ausstellung laufen und mal gucken, was wir alles so Interessantes über die Schokolade, seine Entstehung, den Abbau und den Transport so alles erfahren können. Na, wer von euch schafft es, den Kakaosack mit, ich glaube, 60 Kilo hatte der anzuheben? Also, ich habe es nicht geschafft und die meisten, die ich gesehen habe, die da dran standen, sind da auch dran gescheitert. Aber das ist halt auch echt viel, was so ein Sack mit Kakaobohnen wiegt. Was ich ganz cool fand, in dem kleinen Gewächshaus, in dem wir eben waren, steht tatsächlich ein Schokoladenbaum oder ein Kakaofruchtbaum, heißt er ja richtig. Und der hatte tatsächlich Früchte, was wohl in einem Gewächshaus gar nicht so einfach ist, das hinzukriegen. Aber schon ziemlich cool, sowas mal in live zu sehen. Habt ihr schon mal gesehen, wie Kakao geerntet wird oder wie Kakao verarbeitet wird? Hier konntet ihr jetzt so den einen oder anderen Ausschnitt vom Verarbeitungsprozess sehen. Und dafür ist tatsächlich die Schokoladenverköstigung auch toll, weil da lernt man auch noch ein bisschen was über den Kakaoanbau und die Schokolade und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Schokoladen. Fand ich auch sehr interessant. Ich meine, einen Teil davon kannte ich auch schon aus dem Schokoladenmuseum aus Hamburg. Wer das Video noch nicht gesehen hat, schaut da gerne auch noch mal rein. Ist ganz anders vom Aufbau als das in Köln. Weil das in Hamburg sind feste Führungen. Da führt dich also jemand durch die komplette Ausstellung. Und hier kann man selbst entdecken, selbst durchlaufen, sich so viel Zeit lassen, wie man möchte und kann eben die Verköstigung, die in Hamburg eben schon mit im Eintrittspreis ist, selber noch dazu buchen. Was ich jetzt auch sehr cool finde, könnt ihr hier sehen, das ist der Schokoladenverbrauch pro Kopf. Land. Drückt gerne mal auf Pause und guckt euch die einzelnen Länder genauer an. Vielleicht die ein oder andere Überraschung für euch dabei, was ihr vielleicht auch nicht gedacht hättet. Für mich war da schon das ein oder andere Land bei, wo ich gedacht habe, okay, die essen mehr Schoki, als ich gedacht hätte oder auch andersrum weniger. Jetzt kommen wir gleich zum, sage ich mal, kleinen Kern oder Highlight des Ganzen. In dem Schokoladenmuseum in Köln gibt es tatsächlich eine Schokoladenmanufaktur, wo die einzelnen Apparaturen, die benötigt werden, um aus Kakaofrüchten Schokolade zu machen, alle tatsächlich auch stehen und zum Teil sogar benutzt werden. Schaut euch die kleinen Ausschnitte von den Maschinen gerne genauer an. Fand ich hochinteressant und dann bin ich auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt, was für euch da, was von dem, was ihr da seht,
war für euch neu und was kanntet ihr vielleicht auch schon? Zum einen aus dem Video aus Hamburg oder vielleicht auch, was ihr vorher einfach auch schon wusstet. Bin ich mal neugierig, was ihr da berichten könnt. Für die von euch, die es interessiert, die Schokoladenmanufaktur sowie alles, was man an Schokolade, während man da durchläuft, so probieren kann, ist alles Lindt-Schokolade und alles Vollmilchschokolade. Wer das andere Video gesehen hat, weiß, dass ich lieber Zartbitter mag als Vollmilch, aber ja, so zum Probieren ist das mit Vollmilch auch völlig okay. Die Workshops, die Schokolade verarbeiten, also wenn man selber Tafeln macht oder Pralinen oder Schokoladenlollis, das ist auch alles Lindt-Schokolade. Und wenn man teilnimmt an der Verköstigung, kann man auch andere Schokoladen probieren. Also das seht ihr auch gleich noch. Ich habe ein bisschen was von der Schokoladenverköstigung gefilmt. Und da durften wir auch ganz verschiedene andere Schokoladenarten, Sorten und Hersteller testen. Habt ihr schon mal so einen dekadenten Schokobrunnen gesehen? Mit dem Blick auf den Rhein und den Kölner Dom und dann diese riesigen goldenen Kakaofrüchte? Das Ding ist schon ein echter Hingucker. Ja, das ist die erste Station, wo man Schokolade probieren darf. Warme, flüssige Schokolade auf einer kleinen Waffel. Wie man sehen kann, schmeckt, ist nur furchtbar süß, wie halt Vollmilch so ist. Und dann seht ihr jetzt gleich auch noch, dass man aus der Maschine, also aus der Manufaktur selbst, die Schokolade, die da entsteht, tatsächlich auch probieren kann. Da werden nämlich kleine Täfelchen draus, die man im Shop auch kaufen kann. Aber man kann sie hier auch einzeln probieren. Wie das Ganze funktioniert, ist total witzig und total cool, aber das seht ihr gleich auch noch. Die Schokoladenverköstigung startete damit, dass wir am Eingang, wo das Ganze beginnt, eingesammelt wurden von der netten Dame, die auch die Verköstigung mit uns gemacht hat. Und dann sind wir über einen, sage ich mal, nicht offen zugänglichen Bereich in den, ich glaube, dritten oder vierten Stock gelaufen und haben da oben dann in so einem Raum Platz genommen und dann ging das Ganze auch schon los. Sie merken selber, es ist tierisch warm, wir müssen die in den Kühlschrank legen. Es hat keinen anderen Sinn hier. Also ich schmecke keinen Unterschied zur veganen Schokolade zur normalen. Das Kakaohändler oder Schokoladenfabrikanten ist sehr, sehr gewinnbringend. Und das, oder wissen Sie, was ein Feld das normalerweise ist? In der Lebensmittelbranche? Schmeckt nach nichts. In den meisten Schokoladen finden wir Palmöl. Das ist im Geschmack sehr gut. Im Körper erstmal so im Großen und Ganzen auch. Aber wer sich schon mal ein bisschen genauer mit der Ölpalme auseinandergesetzt hat, weiß, dass das ein sehr großes Problem ist. Der Klimaerwärmung sagt, muss eigentlich nicht. Die Generation, die jetzt Kakaoanteil, Knoblauchschokolade, Mikroro, die 70 Gramm Tafel. Außer sich damit zu beschäftigen. Ich gebe immer ganz kleines, was es nicht so schmeckt.
zur Folie nochmal. Oh ja, wirklich lecker. Das ist dieses zellulose Zeug, das ist kein. Das heißt Schokolade. Man lässt das Plättchen, also diese Kakaomasse einfach. Von der Deutschland ist ja bitter Chili. Dann haben wir ganz andere Probleme auf der Welt. Oder jetzt ein bisschen. Aber dauert relativ lange. Ansonsten haben Sie eine Tageskarte. Also ich kann euch die Schokoladenverkostung wirklich empfehlen. Für 2,50 Euro kriegt man super viel zu wissen und auch super viel zu probieren. Die Frau, die das mit uns gemacht hat, war wirklich richtig gut. Ihr habt ja gesehen, was wir alles probieren durften und auch, was für hochpreisige Schokoladen wir probieren durften. Ich bin nachher nochmal auf den Shop gespannt, was wir alles noch an Lecra-Schokolade dann nachher mitnehmen. Was vielleicht für den einen oder anderen von euch noch interessant sein könnte, wir haben jetzt für zwei Erwachsene, also ohne Kinder, ungefähr 3,5 Stunden, 4 Stunden gebraucht für die komplette Ausstellung. Allerdings war da ja bei uns auch noch die Verköstigung mit drin. Also die 3/4 Stunde könnte man eventuell sonst auch nochmal wieder abziehen. Aber ja, mit Kindern würde ich sagen, kann man sich da auch fast den ganzen Tag aufhalten. Vor allem, wenn man dann noch irgendein der ganz vielen Angebote wahrnimmt, ob man jetzt Schokolade macht oder an der Verköstigung teilnimmt oder in dem Café noch was Leckeres an Schokoladendesserts verzehrt oder in dem Shop einfach auch noch mal ein bisschen guckt, stöbert und sicherlich noch das ein oder andere als Andenken mitnimmt. Tatsächlich ist in diesem Bereich vom Museum auch mit Abstand am wenigsten los. Ich weiß nicht, ob einige das gar nicht wissen, dass es da oben noch weitergeht oder keine Lust haben, sich das noch anzugucken. Aber da oben ist es gegen den Anfang vom Museum echt ruhig und echt wenig Menschen und vor allem keine Kinder. Jetzt habe ich hier nochmal für euch die Bereiche, wo die Workshops stattfinden. Das ist ziemlich direkt über dem ja, coolen Schokobrunnen. Darüber ist noch so ein, ja, wie so ein Einsatz. Man hat den gleichen Blick nach draußen und die Workshop-Räume sind alles so kleine Glaskästen, wo dann eben ja, die verschiedenen Sachen hergestellt werden können. Aber da würde ich euch empfehlen, wenn ihr sowas machen wollt, bucht das vorher, weil wie wir da waren bis auf die Schokoladenverköstigung alle Sachen ausgebucht. Ich kann euch dementsprechend auch nicht sagen, wie viel die einzelnen Workshops kosten. Da müsst ihr dann einfach mal auf der Internetseite gucken und euch dann was Schickes raussuchen, weil ich kann mir eigentlich nur vorstellen, so wie das aussah, dass alle Workshops cool sind. In diesem Glaskasten könnte man dann auch noch den Mitarbeitern zugucken, wie sie Pralinen und andere Leckereien unten für den Verkauf vorbereitet und hergestellt haben. War auch super interessant zu sehen. Und dann hatten wir in dem Moment, wo wir da langgelaufen sind, auch noch das Glück, dass wir einen der Workshops sehen konnten, wo dann die Gäste aus Zartbitter, Vollmilch und weißer Schokolade wählen konnten und je nachdem, was für ein Workshop das war, dann eben eine Tafel oder Lolli oder was es auch gab. Es gab ganz viel Verschiedenes, eben machen konnten. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der Ausstellung und allem, was man so entdecken konnte, bis auf alles, was eben zu kaufen ist. Hier habt ihr jetzt mal einen kleinen Blick auf die ganzen Leckereien, die man so in dem Café noch verzehren konnte. Ich habe auch noch mal die Karte für euch abgefilmt. Wer mag, kann jetzt dann auch gerne einmal auf Pause drücken und sich genauer angucken, was es alles so Leckeres gab.
haben wir nicht gemacht. Wir sind direkt in den Shop abgebogen und haben uns noch die ein oder andere Leckerei mitgenommen. Unter anderem die in dieser orangenen Verpackung befindliche Schokolade, die wir bei der Verköstigung probieren durften. Die konnte man da auch kaufen, haben wir uns eine Tafel von mitgenommen. War nicht ganz günstig, aber sehr lecker. Und mit diesen ganzen Blicken auf die Leckereien verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und wenn meine Inhalte euch generell interessieren, abonniert doch auch gerne meinen Kanal. Ich wünsche euch jetzt noch einen super schönen Tag, bleibt mir gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!